Mixed Reality, oder auf Deutsch die gemischte Realität, ist die Vermischung der physikalischen Realität mit der digitalen Realität. Das kann man sich als eine Art Spektrum vorstellen, das von der physischen Realität auf der einen Seite bis hin zur digitalen Realität auf der anderen Seite, also 0 und 1, Bits und Bytes, reicht. Innerhalb dieser Realitäten gibt es Subkategorien wie die Augmented Reality, AR oder Virtual Reality. Und wann immer sich diese beiden Realitäten miteinander vermischen, spricht man eben von der gemischten Realität. Eine Vielzahl von Geräten oder Gerätetypen machen diese Realitäten erst erlebbar. Vom handelsüblichen Smartphone bis hin zu hochmodernen sogenannten Head-Mounted Displays, beispielsweise den neuen HP Reverb 2 oder eben der HoloLens 2. Mit Mixed Reality sehen wir gerade die vierte Welle des Computings. Alle 20 Jahre im Schnitt erobert eine neue Computing-Technologie die Welt, weil sie gegenüber der vorherigen Technologie entscheidende Vorteile aufweist. Leistungsfähigkeit, Preis, Einfachheit, Größe, aber vor allem auch die Art und Weise, wie ich als Nutzer mit dieser Technologie interagieren kann, spielt hier eine entscheidende Rolle. Je einfacher, je natürlicher, je intuitiver, desto größer die Akzeptanz. Und je größer die Akzeptanz, desto schneller verbreitet sich die Nutzung dieser Technologie. Für Unternehmen steht hierbei der sogenannte Return on Investment, ROI, also der messbare Nutzen im Vordergrund. Ob das die Effizienzsteigerung bei der Ausbildung von neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ist, der nachweislichen Steigerung der Verkaufserlöse oder Effizienzsteigerung im Produktionsumfeld. Die Liste lässt sich beliebig fortführen und ist in vielen Publikationen und Studien entsprechend nachlesbar und verifizierbar. Wir helfen und unterstützen Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation mit einem umfangreichen Portfolio an entsprechenden Geräten, speziellen Anwendungen bis hin zu passenden Cloud-Diensten. Zum einen beispielsweise die HoloLens 2. Ein völlig eigenständiger, kabelloser, holographischer Computer, der gegenüber der ersten Generation einen deutlich erhöhten Tragekomfort ausweist. Ein doppelt so großes Sichtfeld und eine spezielle neuartige Gestensteuerung. Oder unsere speziellen Mixed Reality Anwendungen, Dynamics 365 Remote Assist und Guides. Last but not least unsere entsprechenden Cloud-Dienste, Azure Spatial Anchors und Remote Rendering. Und das Ganze natürlich gepaart mit der entsprechenden Skalierbarkeit, Stabilität und Sicherheit, wie das Unternehmenskunden von uns erwarten. Das Marktpotenzial von Mixed Reality, egal ob im Privatanwender- oder kommerziellen Umfeld, ist enorm. Bei Microsoft gehen wir von einer Marktsteigerung von derzeit etwa 6 Milliarden Dollar auf über 35 Milliarden US-Dollar in den nächsten 5 Jahren aus. Dabei stehen wir erst noch ganz am Anfang einer langen, langen Reise. Unternehmen, egal ob kleiner Mittelstand oder weltweit agierender Konzern, haben dieses Potenzial bereits erkannt und setzen diese Technologie teils im Piloten, aber vielfach auch schon produktiv ein.